Hallo zusammen, ich habe hier einen neuen Kühlschrank im Sortiment und zwar ist er relativ schmal. Der hat eine Breite von 42 cm bzw. von 418 und eine Höhe ohne das Kühlaggregat, weil das kommt extern, von 975. Wir haben oben ein Gefrierfach, das ist nicht rausnehmbar. Weil das mit dem rausnehmbaren Gefrierfach hat so seine eigenen Probleme. Und wir haben drei Tablare und innen zwei Schalen in der Türe. Der Kühlschrank hat 90 Liter Volumen. Und hier oben dran einen elektronischen Thermostat. Hier ist jetzt noch alles mit Folie voll. Der Griff hat eine eigene Verriegelung. Also er verriegelt selbstständig. Ihr seht, der ist gebaut für Vans, für Camper, weil die gehen in der Regel oben ein bisschen zu, so kann ich den wirklich unters Dach setzen mit dieser relativ komplizierten Form. Und das Kühlaggregat, das setzt hier, ich sag mal ganz frech, das Kühlaggregat sitzt bei der Auslieferung, wie gesehen, oben drauf und ich kann das dann extern setzen. Neben den Kühlschrank, zum Beispiel hier hin oder unten oder sogar unters Fahrzeug. Standard ist der Kühlschrank ohne Kupplungen. So wie hier gesehen, auf Wunsch machen wir Kupplungen rein. Das heißt, wir können das Kühlaggregat trennen und wieder zusammenschrauben. Kältemittel ist dann schon alles drin, also ist er betriebsbereit. Oder ihr kriegt auch hier eine längere Leitung, statt 1,5 Meter, 2 Meter, 3 Meter oder sonst irgendwas. Ja, das ist dieser Kühlschrank. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Ich verlinke euch hier den großen mit 150 Liter und ich wünsche euch einen schönen Tag.